die Heckklappe hier nicht mehr aufgeht. Ganz einfach, es gibt einen Trick. Zack. So. Hallo Freunde und willkommen auf meinem Kanal. Letztens habe ich bereits ein Video abgefilmt, wo das Heckklappenschloss hier beim Fahrzeug defekt war und somit der Kofferraumdeckel, also die Heckklappe, dauerhaft offen war. Man konnte sie nicht mehr verschließen. Letztens ging er nicht mehr zu, jetzt geht er nicht mehr auf. Und das werden wir jetzt austauschen. Dazu brauchen wir aber Folgendes, nämlich den neuen Mikroschalter. Hier beim Golf 5 können wir den Mikroschalter selbst austauschen, also nicht das ganze Teil mit Emblem, denn das wäre wesentlich teurer, zwischen 200 und 250 Euro für das ganze Teil. Und dieser Mikroschalter hier kostet als bei mir 64 Euro, habe ich beim Ersatzteilhändler gekauft, bei Volkswagen. Kann man sicherlich im Internet auch bestellen. Was ihr noch braucht ist, denn ihr müsst hier innen bei der Heckklappe die Heckklappenpappe, also die Verkleidung abnehmen, das mit dazu kommt. Da brauchen wir so ein spezielles Werkzeug hier. Ihr könnt auch alternativ einen Schraubenzieher nehmen, wo ihr ein Geschirrtuch rumwickelt, damit halt eben nichts kaputt geht. Aber das ist so ein Hebelwerkzeug. Wenn ihr das nicht habt, vielleicht kennt ihr jemanden, wo ihr das ausleihen könnt. Ansonsten, ich verlinke euch alles unten in der Videobeschreibung. Könnt ihr mal schauen. Kostet nicht viel und man braucht es eh relativ oft, wenn man ein etwas älteres Fahrzeug hat. Geht immer wieder mal was kaputt. Also zuerst mal müssen wir die Heckklappe aufbekommen. Wie machen wir das jetzt, wenn die Heckklappe hier nicht mehr aufgeht? Ganz einfach, es gibt einen Trick, nämlich die Notverriegelung. Auch dazu habe ich schon ein Video gemacht. Alle Videos verlinke ich euch auch unten in der Videobeschreibung. Und jetzt zeige ich euch, wie ihr die Heckklappe aufbekommt. Dazu müssen wir ins Fahrzeuginnere gehen. Unseren Rücksitz umklappen. Hier hinten, ich habe schon den Deckel abgenommen. Hier mittig seht ihr das. Da ist eine Kunststoffabdeckung drauf, die habe ich schon runter gemacht. Mit einem Schraubenzieher und Schlüssel könnt ihr das einfach abnehmen, das Teil. Hier seht ihr sogar das Zeichen drauf für die Heckklappe. Das war jetzt hier drauf. Das habe ich runter gemacht. Einfach mit einem Schlitzschraubenzieher reinfahren. Ansonsten checkt das Video in der Beschreibung aus, dann seht ihr es genau. Und da müsst ihr jetzt mit dem Finger reinfahren und manuell das Schloss nach links drücken. Dann spickt der Heckklappendeckel auf. Das mache ich jetzt hier und dann zeige ich euch das. Hier drinnen ist der weiße Hebel, den ich euch vorher gezeigt habe. Und den müsst ihr mit dem Finger hier rüber. Dann spickt das hier auf. Jetzt ist es abgeschlossen. Und wenn ich jetzt hier drücke, spickt das auf. Zack. Somit wäre es wieder geöffnet. So. So, geschafft. Jetzt kommen wir schon zu dem etwas schwierigeren Teil, denn jetzt müssen wir hier diese Verkleidung abnehmen. Und dazu müssen wir zuerst hier zwei Schrauben in dieser Griffmulde hier lösen. Zwei sind hier, oder eine ist hier und eine ist hier, also jeweils eine Schraube. Und das ist eigentlich schon alles. Dann können wir das Ganze einfach runterhebeln mit etwas Gewalt. Und dann können wir loslegen. Das zeige ich euch jetzt. Und aufpassen, damit dass sie nicht verliert. Zack, Fletscher runter. Ganz eine kleine Schraube, Freunde, seht ihr. Geht richtig schnell, ich lege sie hier mal in den Kofferraum rein. So, jetzt sieht man es etwas besser. Hier ist auch noch eine Schraube. Und auch diese werde ich jetzt rausdrehen. Zack, und schon runtergefallen. Jetzt müssen wir diesen Heckklappendeckel hier noch abziehen. Und den bekommt ihr nur mit roher Gewalt runter. Am besten fahrt ihr hier mal in diese Mulden rein und zieht, das sind nur kleine Clips, ich zeige es euch nachher, das ist nur alles gesteckt. So, zack, mit Gewalt, zack. Und nicht vergessen, wenn ihr das in der Kälte macht, so wie ich, dann alles spröde, also immer vorsichtig arbeiten. So, jetzt haben wir das Gröbste schon mal. Hier muss auch noch reingefahren werden. So, habt ihr gesehen? Hier könnt ihr diese ganzen Clips sehen. Das sind nur so Metallteile und die sind halt hier eingesteckt. Da solltet ihr keine verlieren, aber ihr könnt natürlich auch alle nachkaufen. Das ist auch kein Problem, wenn ihr mal einen verliert.
Das ist einfach mit Gewalt hier so reingesteckt. Und hier haben wir schon den Schalter hier, den Mikroschalter. Hier ist er. Das ist er. Und den gilt es jetzt hier rauszubekommen. So. Ja, genau. Kann ich es noch ein bisschen besser zeigen. Hier reinfahren und einfach nach hinten drücken. So, und jetzt sind wir schon an diesem Teil hier. Um dieses Teil hier handelt es sich. Das muss ich jetzt irgendwie rausbekommen. Am besten schauen wir uns dazu den an, den ich hier schon gekauft habe. Da könnt ihr sehen, wie das Ganze eingeklipst ist. So ist er raufgesteckt. Und jetzt müssen wir diese Clips hier nach außen drücken und dann den Stecker runterziehen. Und am besten alles gleichzeitig. Ich hoffe, das klappt irgendwie. Meinen Monsterhänden hier raushebeln. So, und raus ist er. Das ist der alte. Macht aber auch noch das Klickgeräusch. Jetzt bin ich aber mal gespannt, ob das wirklich am Stecker jetzt hier gelegen hat. Hier könnt ihr jetzt gut sehen, wie sich das Teil hier bewegt und den Kippschalter dann auslöst. Hier kann man das sehen. Hier. Genau das ist es. Wenn ich jetzt hier oben den Schalter hier betätige, diesen Schalter hier zum Öffnen der Heckklappe, dann passiert Folgendes, ihr könnt es hier gut sehen, dann bewegt sich dieses Teil und löst somit diesen Kippschalter aus. So ist zumindest die Theorie. Also hier ist das besagte Teil und wenn man den hier so reinsteckt, dann betätigt hier dieser Kofferraumkipphebel, wenn ich rankomme, hier dann den Mikroschalter. Hier dann diesen Mikroschalter. So. Und jetzt werde ich das Ganze hier so raufstecken und mal schauen, was passiert. So. Okay. Drauf ist er mal. Und wenn ich jetzt die Heckklappenschluss betätige, zack, funktioniert auch. Dann stecken wir jetzt noch den Stecker drauf und schauen uns das an, ob das Ganze auch so funktioniert hat, wie ich mir das vorstelle. Immer auf die Klicks achten. Ja, okay, das war's schon. Jetzt haben wir den Stecker hier schon ausgetauscht, den Mikroschalter. Hat uns 64 Euro gekostet. Dazu einfach darauf achten, dass diese einzelnen Clips hier überall dann auch wieder hier in diese vorgegebenen Schlitze hier dann auch wieder ordentlich reingeben. Dazu einfach mal ansetzen und schauen, ob alles sitzt. Und dann mit Gewalt einfach raufklopfen. Wenn ihr euch nicht traut, seht das Video an in meiner Beschreibung. Heckklappenverkleidung entfernen. Da zeige ich euch genau, wie ihr das machen müsst. Ja Freunde, das war der ganze Zauber des Austausches des Mikroschalters. Wie ihr gesehen habt, braucht ihr eigentlich fast nichts. Und ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen und wir sehen uns in einem neuen Video wieder. Macht's gut, Freunde, bis bald. Ciao.